da sind wir jetzt in Hagenstedt und ich habe ja letztens schon mal ein bisschen meine Silos leer gefahren. Habe ich jetzt auch wirklich leer? Mal schauen nochmal schnell. Moment. Ach nee, Weizenlager habe ich ein bisschen bestückt. Flugzeug. Irgendwo. Ja, und jedenfalls habe ich mir jetzt schon mal hier einen Mähdrescher gekauft. Moment, ich gucke noch mal schnell, was ist jetzt noch Neues bei mir dazugekommen. Ach genau, ich habe jetzt hier mir einen neuen Mähdrescher gekauft. Und einen Hänger. Und ansonsten, diese Grube habe ich gelassen. Ach hier, das habe ich mir gekauft, hier noch zum Grasmähen. Falls mal so ein Auftrag kommen sollte, dann kann ich das dann hier ranhängen, dächte ich. Ja, eigentlich schon. Und, ja, habe ich mir noch ein Feld gekauft, ne? Dass es ein bisschen was zu tun gibt hier, muss ich sagen. Und, Moment, ich steige jetzt mal hier rein. Werde mal meinen Helfer anschauen. Hier wollte ich mich noch ein bisschen grubern. Da hinten durch ansehen. Jawohl, supi. Das habe ich jedenfalls schon mal gemacht. Habe mir ein Feld geguckt. Mähdrescher, Silosack von. Jawohl, der passt doch, ne? Einmal frei. So, supi. Guck ich mal, wie schnell hier das eingestellt ist. Auf 15. Naja, da machen wir mal 30. Und jetzt machen wir noch mal 10. Speichern, weiterspielen. Jawohl. Vielleicht haben wir ja mal so einen kleinen Auftrag. Nee, das war ja mal toll. So, da werde ich jetzt trotzdem noch diesen Weizen wegfahren. Den Strick noch voll hier, ey. Oder kann man das mittlerweile bestellen? Lass mich mal schnell schauen. Ach nee, das geht doch hier gar nicht. So, da fahre ich das noch weg hier. Dann habe ich wieder ein bisschen Kohle. Und wenn ich mal wirklich viel Kohle habe, dann werde ich mir noch ein Feld kaufen, setze Sägewerk drauf und alles drum und dran, was ich brauche dazu. Und mache dann hier mein Forstwirtschaft weiter. Ansonsten machen wir das erstmal da in Holthausen, ne? So, ich hoffe, dass man mich auch hört. Also vorhin habe ich mal bei meinem anderen Video gecheckt. Das ist schon, dass man mich hört, ne? So, wir wollen mal schnell das abgeben hier. Und jetzt hier haben wir noch drinnen, genau. So, hier habe ich mein Meeting abgesetzt. Okay, da fahren wir das schnell hier hoch. Und da haben wir wieder ein bisschen Kohle zur Auswahl. Jawohl. Und ja, da geht's voran, ne, würde ich sagen. Schwuppdiwupp. Weil man könnte ja auch normalerweise hier ein Sägewerk hochpappen auf so ein Feld und eigentlich kannst du alles hier auch machen, ne? Und die Kohle hast du halt dazu, ne? Ich meine, ich wollte jetzt hier nicht schummeln, ne? Also deswegen, wenn es mal passt. Also da brauche ich aber noch sehr viel. Wir können mal schnell schauen, was ich da alles brauche. Da bräuchte ich zum Beispiel, ich kann das mir ja mal ausrechnen bei Gelegenheit. Moment, nee. Hier, was auf. Da brauchen wir hier. Wir können ja mal spaßenshalber nebenher rechnen. Also, das Wichtigste ist ja schon mal. Moment. Setzlinge. Ja gut, die kriegst du immer. 470 hast du immer über. Aber das kann man mal mitrechnen. Dann brauchen wir hier so eine Demon BL40. Das sind 15,499. Dann brauchen wir eine Transportbox 1499. Vielleicht wird da mal irgendwas günstig, ne? So, dann vielleicht noch hier so ein Hänger mit so einem Teil. Das sind dann 35.400. So, da sind wir schon bei... Ne, was habe ich denn jetzt? Zwei. Ich habe einen komischen Preis hier. Ne, das passt nicht zusammen. Moment. Das passt nicht zusammen hier. Also nochmal 35. Zack. Los. Was wollte ich jetzt noch haben? Zack, zack. Hier so. Das 1, 4, 9. Plus das Dämon-Ding hier. 15.000. 499. Irgendwie diesen Kommas hier. Moment. Also irgendwie ist es hier. 70 plus 15, 4, 9, 9.
plus 1 wie 9, 9. So, was haben wir noch hier unten? Man kann nicht auch ein Teuer rauskaufen, wie man halt. Ich würde sagen, am Anfang ist es erstmal okay. Ach, Mensch. Irgendwie spinnt hier mein Rechner. Moment, bin gleich wieder. Ich meine, ich bin nicht gleich wieder da, aber ich mache das jetzt hier einfach mal so schnell, grob gerechnet. Ich meine, das Teuerste ist ja dann das Sägewerk, würde ich sagen, ne? Puh. Ne, ist jetzt blöd. Nee, das muss ich mal anders. Also hier bräuchte man schon mal 16.000. Dann das ist Kleinkram hier. Dann machen wir hier 16.000. Machen wir mal hier 50.000. Dann haben wir hier 70, 80 draus ungefähr. Das hier, so 80 in etwa. So, warte, dann brauchen wir noch, Moment. 80.000. Hier, dann brauchen wir noch so ein Sägewerk. Naja, da bräuchtest du, oh ja, 200.000 so im Regel. 200.000, dann irgendwann noch so ein Hackschnitzelkraftwerk. Aber am Anfang werde ich ein Sägewerk wählen. Ja, also 200.000 bis 250 könnte man brauchen. So, setz mich mal rein hier in meiner Geschichte. Fahren wir mal weiter hier. Aber da sind wir noch weit von entfernt. So, jetzt werden einige denken, das hat sich jetzt gerechnet im Case, aber so in etwa bräuchte man dann diese Kohle. Um eventuell hier auch ein Forstwirtschaft mit einzubeziehen. Natürlich, das Feld muss ja dann berechnen. Also bräuchtest du mehr als 200.000. Ich weiß nicht, das Feld, was das jetzt kostet, je nach Größe, weil du kannst ja nicht im Wald einfach reinsetzen. Dann musst du ja hier im, auf dem Feld hinbatschen, die Bäume. Ja, kannst du schon sparen, ne? So, da wollen wir mal auskippen, bitte. Einmal auskippen, jawohl. So, was haben wir denn jetzt? 19.100, jawohl. Und wir fahren wieder zurück. Na komm, fahr. Ja, ich meine, ich will ja immer zwischendurch mal wegen Wirtschaften hier. Vielleicht muss ich mir auch mal, zwischenzeitlich schon mal was rankaufen hier für die Forstwirtschaft. Mal schauen, ne? Ich meine, so hätte ich dann eine komplette Karte. Bei Holzhausen ist auch schön, aber ich finde halt hier kenne ich mich besser aus, ne? Muss ich mal sagen, jetzt wo ich hinfahren muss. Hoppala. Aber egal, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Mal schauen, wie ich Bock habe. So, da was machen eigentlich meine Arbeiter hier auf dem Feld? Er sieht noch an, der andere steht so rum. Ach, der probiert vor sich hin. Naja, das dauert jetzt schon ein Stückchen hier, ne? Bis man so wieder fertig ist. Aber wir könnten hier vielleicht ein bisschen schneller stellen, oder? Jo. Abspielen. So, wäre mal schlecht, wenn wir mal langsam hier so einen Auftrag kriegen würden mit Mähen. Dann hätten wir ja schon mal 8.000 mehr, ne? Jetzt kann irgendwas mit Ballettenzeugs und hier Gabelstapel und so ein schmarriges Barschnitt. Und für das Mähen kriegt man mehr Geld, ne? So, ich hoffe, das hat lohnt was. Na, egal, sehen wir mal. So, okay. Wuppdiwupp. Habe ich schon eigentlich hier schon mein... Ne, habe ich nicht. Ich sehe es von beiden Blinken. Mein Hufeisen muss ich hier mal noch holen. Ja, wir heizen auch schon schön. Es ist nämlich Herbst geworden draußen. Zack, da ist es einmal. Jawohl, da war doch irgendwo da hinten auch noch eins, ne? Dächte ich. Wo war das andere? Ich habe hier hinten beim Hühnerstall war mal noch eins gewesen. Na komm, da gehen wir mal noch schnell hin. Ich meine, die Schlipper hängen rum. Nicht schlecht, ey. Weil die machen eh gerade auf dem Feld rum, da kann ich nichts machen. Und mitfahren habe ich jetzt keine Lust, ne? Da mache ich lieber mal hier noch ein wenig mit. Gucken wir rum hier. Hier machen wir weg die Karte. Jetzt sind wir hier wieder auf dem Hof, da weiß ich, wo es lang geht. Zack. Irgendwo waren wir nämlich hier auch noch in. Ufereisen, ja, da haben wir es doch schon. Sippi und du Hahn, du schreib mal immer so rum hier. Sonst kriegst du nämlich ein paar. Die Uhren hier.
So, da, jawohl, jetzt sind wir wieder da. Stelle ich meinen Hänger mit zum Mähdrescher hin. Und dann müssen wir halt, ja, hoffen, dass man wächst wieder hier. Das dauert halt ein bisschen. Der Kuchen ist bald fertig, jawohl, das sehe ich ja auch. Na, sieh, da kann man ja bald die Trieben auch noch ansehen, ne? Im Dunkeln wird es auch bald. Okay, das klappt hier. Benzin hat er noch. Eimenfrei. Und hier passt wenigstens irgendwas rein, deswegen habe ich den extra gekauft. Jawohl, da haben wir wenigstens was zu tun, ne? Was kostet denn das Feld hier? Ich glaube, das war teuer, ne? Deswegen habe ich das kleine gewählt. Oh, 102, na okay, 102.000. Ich meine, ich könnte mir auch noch einen Kredit aufnehmen und dann das mit dem Hackschnitzelzeug machen oder so. Ja, auch eine Möglichkeit, gell? Aber, bin mir da noch nicht so schlüssig jetzt hier. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, ich habe auch hier schon einen Kredit aufgenommen, hier, dass ich mir einen Hänger leisten konnte, gell? Oder irgendwas habe ich gemacht mit dem Mähdrescher. Das Geld nicht gelangt. Und dann musste ich mir einen Kredit aufnehmen. Hier wächst schon schön, jawohl. Supi. Wie haben wir Prozent gestellt? Auf 60. Aha, okay. Können wir lassen, denke ich. Jetzt könnte eigentlich mal hier so eine dolle Sache kommen hier. So, der ist jetzt bald fertig hier. Jawohl. Eimann frie. Wieder Frontlader mit Palettengabel. Meine Gott, habe ich nicht. Also mit dem Mähen kommt bis jetzt hier noch gar nichts, muss ich mal sagen. Das finde ich ja ärgerlich, echt. Sehr ärgerlich. Ja, das will ich eigentlich bloß euch sagen, was hier Neues gibt hier. Und gucken wir mal, wie viel ich Geld nächste Mal habe. Auf jeden Fall bin ich drauf und dran, eventuell hier mal dann noch eine kleine Forstwirtschaft mit auf diese Karte anzubauen. Oder, naja, ich muss erstmal hier ein bisschen Geld sammeln. Das dauert eh ein Stückchen noch, gell? Also, es dauert. Jo, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal wieder. Und das sehen wir uns das nächste Mal wieder. Jetzt heißt wieder in Hagenstedt. Tschüss.